Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, seit sehr langer Zeit. Ich weiß, sorry, tut mir leid. Jetzt aber endlich mal wieder. Ja, ihr habt mir einige Fragen und ja, habt ihr halt geschrieben. Ich komme mittlerweile nicht wirklich dazu, da was zu beantworten. Ich versuche es jetzt, ob ich das jetzt wieder hinkriege. Aber ja, es ist ein bisschen viel. Vor allem mit drei Kanälen, aber zurzeit poste ich ja nirgendwo was. Deswegen endlich mal wieder ein Video. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt nichts mehr mache oder den Kanal aufgegeben habe. Nein, ich bin noch da. Ich habe nur keine Zeit oder Motivation. Eins von beiden halt. Auf jeden Fall, ja, fangen wir an. Heute zwar mit, vielleicht habt ihr schon im Titel gelesen. Wahrscheinlich habt ihr es auf jeden Fall im Titel gelesen. Es geht hier um VM Player. Dieses schöne Stück Software. Das ist eine Virtualisierungssoftware und die benutzt man, um einen PC zu simulieren. Das heißt, darauf könnt ihr ein Betriebssystem eurer Wahl installieren und das funktioniert wie ein echtes Betriebssystem. Die Hardware wird simuliert, also euer PC, aber der ist nicht wirklich da, sondern der wird halt simuliert von diesem PC hier oder halt von eurem in dem Fall. So, bevor wir jetzt aber anfangen, mache ich noch kurz einen Check. Nämlich, ob der Sound passt. Der Sound sieht gut aus, also geht es los. So, kommen wir dazu. Es gibt nicht nur diese Virtualisierungssoftware, es gibt verschiedene, ich zeige es euch erstmal überhaupt, damit ihr wisst, um was es geht. Nämlich, das ist dieses Stück Software. Gleich von vornherein, dieses Stück Software ist kostenlos. So wie gut alle Virtualisierungssoftware. Also ich kenne jetzt mal keine, außer die Vollversion von diesem Programm hier. Ich habe mich dafür entschieden, weil man einfach echt viel mit dem Ding machen kann. Ich kenne jetzt auch VirtualBox. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Aber ich finde die Software nicht so toll wie VM Player. VMware, tut mir leid, sorry. So, wo kriegt man die denn her? Nehmt euren Internetbrowser und gibt es einfach mal ein. VMware Player. So, diesmal empfehle ich euch nicht unbedingt Chip zu nehmen, weil Chip hat diesmal leider nur einen Link auf die Webseite. Nehmt diesmal lieber Computerbild, weil wenn ihr euch sie beim Hersteller holt, also bei VMware, dann müsst ihr euch registrieren. Super, Werbung. Machen wir noch Schleichwerbung auf YouTube, das passt perfekt. Jo. Könnt ihr euch sie downloaden, ohne euch registrieren zu müssen. Ihr geht dann einfach auf Speichern oder Ausführen. Ich habe sie ja, wie ihr schon gesehen habt, runtergeladen. Also ich habe es hier noch nicht getestet. Ich habe mich damals registrieren müssen. Ist zwar auch nicht weiter schlimm, aber muss ja nicht sein. Registrierung ist natürlich kostenlos. Und ihr könnt sie auch, wenn ihr unbedingt wollt, auch von Computerbild holen. Von Chip holen. So. Ganz einfache Installation, kein Problem. Und dann solltet ihr nach wahrscheinlich einem Neustart, solltet ihr dieses Programm vor euch finden. Es könnte sein, dass er noch Updates ziehen möchte. Dann einfach, also die sollten auf jeden Fall ausgeführt werden. Und das erfordert leider auch nochmal einen Neustart. Tut das am besten, sonst läuft die Software nicht wirklich rund. Dann irgendwann solltet ihr diesen Bildschirm vor euch haben. Jo, und dann kann schon losgehen. In dem Fall habe ich mir jetzt schon ein Testsystem hergerichtet, nämlich Debian, ist ein Linux-Betriebssystem, ist kostenlos und deswegen super zum Testen. Wenn ihr zufällig eine Windows-CD oder sowas habt und das aufsetzen möchtet, geht natürlich genauso. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Wir wollen eine neue Maschine erstellen und klicken hier auf Create New Machine. Und jetzt fragt er mich schon, von wo er aus installieren soll. So. Ich gehe. Das sollte ich zensieren. Ich gehe auf Debian Software. Die ist hier auf meinem Desktop. Ihr könnt genauso auch euer CD-Laufwerk auswählen. Das geht exakt gleich. Aber wenn ich eine ISO habe, kann ich die genauso nehmen. So, next. Er hat, weil er
ziemlich schlau ist, schon erkannt, dass Linux drauf ist, aber leider kein Ubuntu, sondern Debian. Ihr müsst es nicht unbedingt auswählen, könnt ihr aber. Wie ihr seht, Debian 6 wählen wir aus. Wenn ihr ein anderes Betriebssystem habt, natürlich was anderes auswählen. Ist ja klar. Gut, dann will er noch wissen, wo er es hinspeichern soll. Ich lasse mal den Standardpfad, weil die Maschine wird nicht lange bei mir erhalten bleiben. Ist nur eine Testmaschine. So, next. Ach so, bevor ich euch das zeige, wer es interessiert, wo man Debian herbekommt. Eigentlich überhaupt nicht schwierig, aber ich zeige es trotzdem. Einfach Debian. Ja, das sollte eigentlich schon reichen. Und gleich den ersten Link, debian.org. Und hier oben Download Debian 6.0. Ist eine Netzwerkinstallation, aber da ihr jetzt dieses Video gerade übers Netzwerk seht, habt ihr einen Internetanschluss und somit könnt ihr das auch installieren. Okay, machen wir weiter. Wie gesagt, wir haben uns noch einen Speicherort ausgesucht, wo diese virtuelle Maschine gespeichert wird, weil die hat natürlich genauso eine Festplatte wie euer normaler PC auch, nur die wird halt simuliert, kostet aber trotzdem Speicher. Jetzt wählt ihr euch noch die Diskgröße aus, wie viel Gigabyte ihr verbraten könnt. Da ich genügend Terabyte übrig habe, kann ich einfach mal 10 Gigabyte geben, das ist nicht viel, sollte aber für eine Testmaschine ohne Probleme reichen. Jetzt könnt ihr euch noch auswählen, ob ihr eine Multi-Files haben oder eine Single-File. Ich bleibe bei Single-File. Jo, weiter. Jetzt könnt ihr noch, also ihr seht jetzt erstmal alles zusammengefasst. Er hat jetzt noch Standardwerte gegeben, ihr könnt jetzt noch selber die Hardware anpassen. Ihr könnt jetzt noch den Arbeitsspeicher auswählen, wie viel die Maschine haben soll. Ich bleibe mal bei 500, das sollte reichen. Ich hätte zwar genügend übrig, wie man sieht, aber 500 sollte für eine Debian-Maschine ohne Probleme reichen. Prozessor kann man noch Kerne zuordnen. Ja, einer sollte reichen. Ihr könnt noch weitere, ihr könnt nur eine CD einlegen. Ihr könnt aber weitere Laufwerke, soweit ich weiß, noch mit einbauen in das Ganze. Die USB-Controller, Soundkarte, Drucker, wenn ihr wollt, das ist sogar möglich. Monitore, da habe ich jetzt noch nichts gemacht, da möchte ich jetzt auch nichts Falsches erzählen. Wichtig könnte auch noch sein, der Netzwerkadapter. Falls eure Maschine Probleme machen sollte, kann man da noch einiges verstellen, also wenn sie nicht im Netzwerk sichtbar ist. Okay, aber das lassen wir jetzt erstmal. Wir machen jetzt einfach eine einfache Installation, lassen das Häkchen drin, damit die Maschine gleich gestartet wird. So. Jetzt sollte er direkt von der CD aus booten. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, er hat angefangen zu piepen, er hat somit schon die Soundkarte erkannt. Gehen wir mal in den Vollbildmodus. Und können jetzt somit eine ganz einfache Installation machen. Ich nehme natürlich die grafische Installation, wir sind Windows-Benutzer. Wir brauchen alles grafisch. Ja, nur Spaß, aber es ist einfacher. Sagen wir es so. Gerade für die Einsteiger. Eigentlich könnte ich das jetzt alles rausschneiden, weil das dauert ein bisschen. Ihr werdet ja sowieso wahrscheinlich ein anderes Betriebssystem verwenden. Aber es sollte eigentlich genau die gleiche Installation sein, als ob ihr sie jetzt wirklich in euer CD-Laufwerk einlegt und euren PC neu macht. Ja, dann rechnen wir einmal Debian. Lassen wir alles auf Standardwerte. Jetzt brauchen wir noch ein Root-Passwort, das ist bei Linux üblich. Ich nehme gerade ein ganz einfaches. Und weiter geht's. Ja, nehmen wir meinen Benutzernamen. Jupp, genau, macht das Konto so. Der kriegt natürlich ein anderes Passwort. Oder halt auch nicht. Und weiter geht's. Und am besten schneide ich das jetzt raus, oder? Ja. Nee, ich lasse es noch ganz kurz, sobald er richtig anfängt zu installieren. Ja, wir wollen die vollständige Festplatte verwenden. Jo. Das ist die Festplatte, was er verwenden wird. Ich würde euch auch, wenn ihr Anfänger seid, dieses vorgefertigte Partitionierwerkzeug nehmen, also so wie er es partitionieren möchte. Nämlich, dann legt er hier auch noch seine Swap-Partition an. Das ist im Prinzip wie bei Windows, dass wenn der Arbeitsspeicher voll ist, dass er auf die Festplatte auslagert, wenn es euch was sagt. Ganz einfach.
Einfach auf Beenden und Änderungen übernehmen klicken und dann natürlich soll er die Änderung auch schreiben. Sonst bringt es ja nichts. Ganz wichtig ist jetzt, bitte nicht den Netzadapter zu trennen, weil er zieht sich jetzt zum Teil, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich schon alles gezogen, aber wahrscheinlich zieht er gerade noch alle möglichen Daten aus dem Netz, weil es eine Netzwerkinstallation ist. Jo, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ihr ihn jetzt ziehen würdet. Ich mache mal einen Cut und sobald es installiert ist, melde ich mich wieder. Bis gleich. Achso, ja, ich bin noch gefangen hier in dem Feldchen, damit ihr wisst, auch wie man hier rauskommt. Einfach Steuerung und Alt drücken gleichzeitig und schon geht er in den Kleinbild, also ins Fenstermodus und man ist draußen. Hier funktioniert es genauso. Wenn ich reinklicke, bin ich gefangen mit der Maus, ich komme nicht raus. Steuerung Alt, man sieht, mein Cursor ist draußen. So, bis gleich. Ich habe mich dann doch noch entschlossen, euch die ganze Installation zu zeigen. Nämlich, es kommen noch ab und zu ein paar Monitore, was man euch anzeigen könnte. Nämlich, hier fragt er den Paketmanager ab, wir nehmen einen deutschen Server. Ja, den deutschen, bitte, danke. Genau, nehmen wir einfach den Standard, was er mir vorschlägt. Proxy haben wir nicht. Und weiter geht's. Nämlich eine Sache zu Linux. Linux funktioniert nicht so wie Windows. Ich gehe ins Internet und suche mir die nächstbeste Software und lade die runter, sondern es gibt ein Paketsystem. Das ist im Prinzip, ja, wie kann man es vergleichen? Im Prinzip etwas wie der App Store, wenn ihr sowas kennt. Man geht auf ein zentrales Programm und ladet sich dort die Software runter. Das ist im Prinzip dieser Server, was wir gerade angegeben haben. Das heißt, die ganze Software ist da, oder der größte Teil der Software ist dort hinterlegt. Das Wichtigste kann man direkt da rüberziehen und das geht dann auch über die Befehlszeile, was das um einiges einfacher macht und schneller. Und die Software wird ständig geupdatet. So funktioniert dann halt Debian, beziehungsweise allgemein Linux. Ich glaube Unix sogar auch. Bin mir aber nicht sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Jo, dann, wenn jetzt nichts kommt, dann machen wir wieder Pause. Dann schneide ich das so. Bis gleich. So, bei mir ist jetzt ein Fehler aufgetreten. Keine Ahnung, was passiert ist. Das kümmern wir uns später drum. Also er konnte auf jeden Fall nicht darauf zugreifen, auf diesen Server, wo ich gerade angegeben habe. Es könnte vielleicht noch Probleme mit der virtuellen Netzwerkkarte geben. Das schauen wir uns später an. Wir machen erstmal die Installation weiter. Aber eigentlich dürfte er dann auch nichts mehr installieren, wenn das nicht funktionieren würde. Aber er macht ja noch was, also in dem Sinn passt da noch was nicht ganz. Und somit wird er ein Cut. Das wird jetzt halt ein bisschen zusammengestückelt. Ich hoffe, das nervt euch nicht so, aber ich will euch die Wartezeit echt ersparen. Bis gleich. So, weiter geht's. Das Programm, besser gesagt Debian, möchte Daten über euch sammeln, die anonym gehalten werden. Ich vermute mal, dass das auch wirklich so ist. Aber ich möchte da trotzdem nicht wirklich teilnehmen, weil es ja nur eine Testmaschine ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf Ja klicken. Ich finde es auch gut, dass Nein als Standard ausgewählt ist, nicht so wie man es normalerweise kennt, dass man es erst abwählen muss. Das finde ich echt gut gemacht. Aber ich bleibe jetzt mal wegen der Testmaschine auf Nein. Bringt ja nichts. Jo, geht gleich weiter. Wenn ihr Debian gleich als Server aufsetzen möchtet, dann könnt ihr jetzt theoretisch, ja, je nachdem, welchen Serverdienst ihr haben möchtet, könnt ihr ihn gleich auswählen oder im Nachhinein noch drauf installieren. Laptop wird vermutlich sein, dass, wenn ihr es auf dem Laptop installiert, dass bestimmte Sachen gleich mit installiert werden, was für einen Laptop typisch sind. Fragt mich nicht, was, aber es wird schon irgendwas geben. Jo, Testrechner, wird nichts aufgesetzt, fertig, obwohl, ja, Webserver wäre nicht schlecht. Den nehmen wir mal mit, damit er ein bisschen was installiert. Ja, mehr bräuchten wir mal nicht. Okay, weiter geht's. Ja, und in dem Sinn schneide ich mal wieder. So, nach ganz langer Zeit ist er jetzt endlich mal durchgelaufen. Oder, ja, sollte jetzt gleich zu Ende sein. Auf jeden Fall können wir hier noch aussuchen, ob wir den Grub Bootloader installieren möchten. Also in meinem Fall jetzt nicht unbedingt, ich lasse ihn aber trotzdem drin. Das ist einfach nur dafür, falls ihr Debian auf euren richtigen PC installiert, ihr habt natürlich Windows drauf und wollt es vielleicht nicht unbedingt schmeißen,
Somit könnt ihr über diesen Grub-Bootloader, der wird dann am Anfang gestartet, wenn ihr euren Rechner einschaltet, und dann könnt ihr auswählen, was ihr starten möchtet. Entweder Windows oder Debian bzw. andere Betriebssysteme. Je nachdem, was ihr drauf habt. Ich lasse ihn jetzt mal drin, er schadet nicht. Ist halt ein bisschen Speicher, aber nicht Speicher, ja, Speicherplatz. Ja, ich könnte ihn jetzt weglassen, aber sonst seht ihr ihn ja nicht. Jo, jetzt sollte das auch gleich zu Ende sein. So, was möchte er denn noch? Ja, klar soll er ihn installieren, habe ich doch gerade zugegeben, oder? War das was anderes? Es könnte jetzt auch sein, dass er mich vorher gefragt hat, ob er die Festplatte, also diese Partition überhaupt erstellen darf. Ich habe es jetzt nicht genau durchgelesen. So, jetzt ist er endlich fertig. Klicken wir auf Weiter. So, jetzt sollte theoretisch eine grafische Oberfläche erscheinen, nachdem er neu gestartet hat. Besser gesagt, erstmal den Grub-Bootloader. Den wird er als erstes zeigen. Es könnte auch Probleme geben, dass diese grafische Oberfläche nicht erscheint. So, jetzt schauen wir erstmal. Das wäre der Grub-Bootloader. Der kann auch bei euch ein bisschen anders aussehen. Ihr seht, wir haben hier zwei Betriebssysteme drauf. Einmal Recovery Mode und einmal normal. Wir starten natürlich das normale. Und sollten jetzt bald Debian sehen. Ja, auf jeden Fall, wenn es Probleme geben sollte, dass diese grafische Oberfläche nicht gestartet wird, zeige ich euch wie das geht. Ich hoffe mal, dass es bei mir geklappt hat. Man hat es ja auch gesehen. Ja, und es hat nicht geklappt. Theoretisch könnt ihr jetzt hier umschalten. Ich hole mir mal kurz die Maus wieder her. Ihr seht hier TTY1. Man hat hier mehrere Terminals auf Linux. Die kann man jetzt auch umschalten. Mache ich gerade mal. Das geht nämlich über Steuerung, Alt und dann die F-Tasten. F1 bis F6 müssten es jetzt in dem Sinn sein, solange noch keine grafische Oberfläche da ist. Nämlich 1 hätten wir, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 geht nicht. Da liegt normalerweise die grafische Oberfläche dann drauf, die er jetzt aber irgendwie nicht installiert hat, wieso auch immer. Diesen Fehler hatte ich jetzt schon des Öfteren. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch ausgewählt, aber ja, ich schaue mir auf jeden Fall das Video an, dann sehe ich ja, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Falls das bei euch jetzt der Fall sein sollte, kein Problem, das geht eigentlich relativ einfach. Jetzt melden wir uns ein, jetzt gehen wir erstmal auf Vollbild wieder. Und jetzt können wir uns anmelden. Nämlich, ihr seht jetzt, der Cursor ist jetzt bei Login. Da gebt ihr euren Login-Namen ein. Damit ihr was installieren könnt, müsst ihr Admin sein, wie man auf Windows 7 sagt. Und das nennt sich bei Linux Root. Und Root haben wir angelegt. Erinnert euch vielleicht noch, Root, Passwort haben wir angegeben. Also, machen wir das mal. Unser Benutzername in dem Sinn Root. Und Passwort, das was ihr eingegeben habt. Nicht wundern, ihr werdet jetzt nichts sehen. Das ist ganz normal unter Windows, unter Linux, dass das Passwort ausgeblendet wird. Aber ihr seht, es hat funktioniert. Ich habe jetzt, das ist blöd, wenn ich keinen Pfeil habe. Ihr seht jetzt, dass ich einen Befehl eingeben kann. Er sagt auch, dass ich mich angemeldet habe, passt alles. Und er warnt mich, dass ich jetzt Admin bin, damit ich jetzt auch Fehler machen kann, weil wenn man Admin ist, sollte man wissen, was man tut. So ist sozusagen die Regelung unter Linux. Jo. Dann machen wir das mal ganz einfach. Nämlich, ich habe vorher dieses Paketverwaltungssystem benannt. Das kann man im Prinzip, ja, das muss man sich vorstellen, das ist jetzt eine Liste, was er hat, von Software, was er was es gibt. Die sollten wir erstmal erneuern, bevor wir diesen grafischen Desktop runterladen können. Jetzt machen wir das einfach, indem ihr den Befehl aptitude eingibt. Und dann dahinter den Parameter update. Jetzt sollte er anfangen, die Tabelle neu runterzuladen. Genau, das tut er auch. Das heißt, damit ihr wisst, wo die aktuelle Software sozusagen liegt. Kann ein bisschen dauern, je nachdem, wie viel Speicherplatz ihr dem oder Rechenleistung ihr dem virtuellen PC zur Verfügung gestellt habt. Beziehungsweise wie gut die Internetleistung ist, kann natürlich auch abhängen. Jo, schon haben wir es. Und jetzt gehen wir mit dem Pfeil nach oben, könnt ihr den letzten Befehl wieder aufrufen. Das war aptitude update. Und wir machen jetzt aptitude install. Ups.
Das ist natürlich selbsterklärend. Wir wollen jetzt was aus dieser Liste installieren. Und zwar, es gibt zwei große grafische Oberflächen unter Linux. Ich bin eher der Fan von der GNOME-Oberfläche. Es gibt aber auch noch KDE. Ich werde jetzt hier GNOME verwenden. KDE weiß ich jetzt leider auch nicht, was ihr eingeben müsst, um es runterzuladen. Vermutlich KDE Desktop. Beziehungsweise, ja, wird es vermutlich sein, genauso wie bei GNOME. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Probiert es einfach. Also, wir nehmen den GNOME Desktop. War es jetzt mit Minus? Könnte sein. Oder mit Pause. Aber ich glaube eher mit Minus. Und laden dieses Paket runter. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal bestätigen. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu Windows. Wenn man auf Herunterladen klickt oder Installieren klickt, dann installiert er es. Er fragt hier aber nochmal nach und sagt mir, welche Änderungen es gibt. Er sagt mir sogar, wie viel MB das mich jetzt kostet. Jo, machen wir das Ganze. Das dauert ein bisschen. Und das Schöne ist daran, wenn ich GNOME runterlade, wird diese grafische Oberfläche auch gleich installiert. Ich muss im Prinzip nichts mehr machen, außer einen Neustart. Das kann aber zum Teil auch Probleme geben. Sehen wir dann gleich. Ich hoffe, es ist bisher jetzt nicht zu schwer für euch. Es ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, dass wir jetzt keine grafische Oberfläche von vornherein haben. Aber so seht ihr das auch, falls ihr den Fehler auch haben solltet. Wahrscheinlich liegt es an mir, weil ich irgendwas falsch ausgewählt habe. Egal. So lernt man am besten. Dann schneide ich das am besten raus, weil das ist doch wieder eine größere Datei, was ich runterlade. Das kann ein bisschen dauern. In dem Fall, bis gleich. So, endlich ist das auch fertig. Ja, jetzt habe ich aus Versehen schon wieder reingeklickt. Ja. Drin bleiben. Wenn wir jetzt Steuerung Alt und F7 drücken, passiert immer noch nichts. Das liegt daran, wie gesagt, dass es einen Neustart braucht. Das macht die Ente. Jetzt müsste ich ausprobieren, ob der Befehl geht. Das weiß ich gar nicht. Nämlich probiert mal Reboot. Das funktioniert sogar. Zum Teil hat aber dann Debian die Probleme, dass es sich aufhängt. Kenne ich zumindest mal von der richtigen Hardware. Aber es hat ja funktioniert. Jetzt sind wir wieder im Bootloader. Der sieht jetzt wieder anders aus. So sieht er eigentlich normalerweise aus. Ja. Und jetzt hoffen wir mal, dass die grafische Oberfläche funktioniert. Im Prinzip war es ja nur ein Neustart. Er sollte automatisch in der Konsole 7 starten. Ihr müsst im Prinzip nichts machen. Sieht schon mal gut aus, falls ihr es gesehen habt, da stand GNOME. Und wie man sieht, haben wir schon einen Cursor. Und auch ein Bild. Und ja, schon sind wir da. Das Ganze hat jetzt geklappt. Wir könnten jetzt auch die Auflösung ändern, damit wir Vollbild haben. Müssen wir aber jetzt nicht unbedingt machen. Jo, was kann man denn noch alles machen in dem Ganzen? Also es vielleicht mal auf. Ah, ja, nee, ich habe jetzt gerade gedacht, er hätte die Größe. Na, lass das mal bitte. Ach so, das ist jetzt die volle Größe mal. Wie gesagt, man könnte es größer machen, aber muss ja nicht sein. Das ist im Prinzip eine vollwertige Debian-Maschine, als ob ihr sie auf dem richtigen Rechner hättet. Falls ihr seht, haben wir hier noch die Laufwerke unten. Also, das gehört natürlich nicht dazu, das ist hier nur die virtuelle Maschine. Es gehört nicht zu Debian dazu. Genauso wie diese Leiste, die braucht man eigentlich gar nicht, das geht nur, wenn es Probleme gibt. Hier können wir die ganzen Laufwerke ein- und aushaken. Das wäre die Festplatte. Das wäre nicht unbedingt sinnvoll, die jetzt rauszunehmen, klar. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist. Ne, nur Settings können wir machen. Dann können wir hier eine CD einbinden. Können wir auch eine auswählen, welche wir haben möchten. Zurzeit wäre es die Debian-CD. Die bringt ja im Prinzip nichts. Können wir trotzdem mal einbinden. Dann sollte er sie automatisch hier mounten. Genau. Hat er auch. Ja, die brauchen wir aber nicht. Im Prinzip, wenn ihr jetzt einen USB-Stick ansteckt, könnt ihr den, ja, könnt ihr einfach hier einbinden, dann ist er auf eurer richtigen Maschine nicht verfügbar, dafür aber hier in eurem virtuellen Debian bzw. anderen Betriebssystem, was ihr habt. Das ist richtig gut zum Austauschen. Natürlich geht auch die Netzwerkkarte. Ihr seid theoretisch jetzt gerade im gleichen Netzwerk und könnt euch ja sozusagen auch unterhalten und Daten verschicken. Außer dass es vielleicht ein bisschen Probleme geben wird mit Windows, dass Windows die Linux-Filesysteme nicht lesen kann.
dafür aber Debian, also Linux kann dafür die Windows NTFS-Systeme lesen, File-Systeme, ja. Okay, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber das soll ja auch ein Ausgleich sein dafür, dass es jetzt so eine ewig lange Pause gab. Ja, noch kurz zum Zeigen, runterfahren macht ihr hier, ausschalten, Rechner ausschalten. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, man konnte euch damit helfen. Kann ja sein, dass der eine oder andere das braucht. Oder halt auch nicht. Zum Testen ist es echt extrem gut. Schöne ist ja auch, das ist ein abgesichertes System, da kommt nichts nach außen. Das heißt, ihr könnt Software testen, so viel ihr wollt, es passiert nichts. Die ist sozusagen auf dem System und wenn es kaputt ist, dann habt ihr vielleicht davor ein Backup gemacht oder ihr schmeißt die Maschine halt, wenn es sein muss, weg und setzt sie neu auf. Das ist doch kein Problem. Ja, manchmal gibt es hier das Problem, dass er sich aufhängt. Nicht ungeduldig werden, sondern auf Programm warten klicken. Jo. Das war's im Großen und Ganzen. Bei Fragen jetzt, bei wirklich wichtigen Fragen, da könnt ihr sie natürlich stellen, aber ob ich sie gleich beantworte, wenn überhaupt, das kann ich euch nicht versprechen. Ich versuche mein Bestes, aber da habe ich eindeutig ein bisschen zu viel zu tun in der letzten Zeit. Mal schauen, ob es was wird. Ich probiere mein Bestes. Okay, in dem Sinn machen wir Schluss. Programm hängt. Ja, jetzt ist es da. Und wir könnten jederzeit Debian starten. Schön ist ja auch, man kann ja Power, das ist jetzt natürlich ausgegraut, wenn jetzt die Maschine an wäre, kann man hier, und wenn sie sich aufhängt, kann man so im Prinzip, so wie man es kennt, zu Stromkabel ziehen, beziehungsweise halt vorne lange auf den Knopf drauf drücken und kann somit den Befehl senden. Wenn ihr das Problem habt, wenn ihr Windows habt, müsst ihr doch ab und zu Steuerung Alt Entfernen drücken. Das wäre im Prinzip, wenn ihr Steuerung Alt Entfernen drückt, wird das natürlich auf eurer echten Maschine ausgeführt und nicht in der virtuellen. Zum Teil wird es auch in der virtuellen Maschine ausgeführt, aber das schmeißt euch halt raus, weil sich dann der Bildschirm drüber legt. Also von eurer echten Maschine. Deswegen, wenn ihr Steuerung Alt Entfernen drücken müsst, macht das hier. Das geht am besten. Und Einstellungen könnt ihr jederzeit hier. Wählt eure Maschine aus, edit und könnt im Prinzip Arbeit speichern und alles Mögliche abändern, soweit es eure echte Maschine hergibt. Passt immer auf, dass eure echte Maschine noch genügend Speicher zur Verfügung hat, sonst könnte es ein bisschen zu Problemen kommen, weil der Speicher ist immer komplett reserviert. Das heißt, auch wenn er nicht genutzt wird von eurer Maschine, die hat jetzt immer 500 MB, die werden immer abgezwackt. Also im Prinzip, hier sind dann meine 500 MB immer weg. Wenn ihr natürlich jetzt 8 GB Arbeitsspeicher habt und da 8 GB, das geht schon mal gar nicht. Aber ihr gebt da 7 GB aus oder 6 oder was weiß ich. Und dann kann es schon für eure Maschine ein bisschen knapp werden und ja, riskiert es einfach nicht. Das bringt auch nichts. Jo. Das war's und jetzt beende ich endlich das Video, weil sonst wird's echt viel zu lange. Mal schauen, wenn ihr was über Windows, wenn ihr ein bisschen was über Linux sehen wollt, sagt mir Bescheid. Ich bin auch nicht unbedingt der Profi drin, ich kenne mich auch nicht wirklich aus, aber ein bisschen was kann ich ja zeigen, soweit ich es kenne. Schreibt's einfach in die Kommentare, wenn ihr noch ein bisschen was über Linux, speziell Debian, sehen möchtet oder ein etwas anderes Linux, was weiß ich, ich hätte auch Ubuntu oder OpenSUSE zur Verfügung, wo ich auch ein bisschen was zeigen könnte. Ja, ansonsten mache ich Schluss, es dauert zu lang. Tschüss und bis zum nächsten Mal und hoffentlich kommen bald wieder neue Videos.